Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Road Movie von Süderlügum nach Frankfurt-Oder. Heute zeigen wir euch den Abschnitt von Süderlügum über Itzehoe, Brunsbüttel, Elmshorn und Hamburg bis nach Geesthacht und dann am nächsten Tag über Lauenburg nach Beutzenburg. So, jetzt waren wir also auch mal in Dänemark. Naja, jedenfalls nur um zu drehen. Hier beginnt also jetzt unsere Reise entlang der Bundesstraße 5. Dies ist der Stellplatz in Niebüll, den wir nur zum Entsorgen angefahren haben. Da haben wir wohl in Süderlügum deutlich besser gestanden. Eine erste Pause haben wir dann in Husum gemacht und einen kleinen Spaziergang zum Schloss gemacht. Weiter ging es dann in Richtung Tönning, wo die B5 das Eider Sperrwerk überquert. Einmal kurz in Heide über den größten Marktplatz in der Region, wo jeden Samstag Markt ist.
In Brunsbüttel haben wir die B5 kurz verlassen und dort einen Blick auf die Kanalschleusen geworfen. Den Nord-Ostsee-Kanal überqueren wir hier mit einer der vielen kostenlosen Kanalfähren. Die Bundesstraße führt etwas weiter östlich über diese Hochbrücke. In Elmshorn geht es vorbei an einem bekannten Hersteller von Haferflocken. Dann Freitagnachmittag im Berufsverkehr durch Hamburg. Zu guter Letzt erreichen wir den Stellplatz in Geesthacht und sind froh, dass wir hier noch einen freien Platz ergattern. Am nächsten Morgen geht es an der Elbe entlang, vorbei am Pumpspeicherkraftwerk Geesthacht
und am Kernkraftwerk Krümmel bis nach Lauenburg. Die historische Altstadt ist wirklich sehenswert. Allerdings besteht in weiten Teilen noch erheblicher Restaurationsbedarf. Weiter ging es dann heute noch bis Beutzenburg, wo wir nachmittags noch eine Tour mit dem Roller zurück bis zur Elbeschleuse in Geesthacht machen. Die Nacht verbrachten wir in Beutzenburg auf dem Stellplatz am Hafenplatz. Und dann entdeckten wir, dass etwa 200 Meter vom Wohnmobil entfernt am Abend ein kostenloses Open-Air-Konzert stattfand. Da war der Abend gerettet. So, das war's wieder für heute. Und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch und abonniert auch gerne unseren Kanal.